Hallo Leute, heute stelle ich euch das Zaydus SA928 vor, Stereo-Headset, 3,5 Meter Kabel und ist natürlich Klinke und dann gibt es noch einen Split-Adapter dazu. Für weitere Infos, die blende ich euch dann jetzt einfach ein. Es hat außerdem den kostenlosen Splitter, genauso wie eine sehr Input-Power-fähiges Mikrofon. Ja, und ich würde dann mal sagen, wir haben jetzt soweit schon aufgemacht. Ich mache das jetzt einfach mal weiter auf. So, wir haben hier erstmal schön ein bisschen Papier. Das ist natürlich blöd. So, ich packe mal das Ganze aus. Das brauchen wir nicht mehr. So, wir haben also hier unsere schöne Verpackung. Zaydus Gaming Headset SA 928. Dann hier unten ein paar kleine Infos, die ich nicht gerade reinkriege. So, ich würde mal sagen, wir packen das jetzt einfach mal aus. Ganze Nummer, alles drum und dran. So, da ist schon das ganze Headset. Eingepackt wie immer. Von Zaydus habe ich nichts anderes. Also vom Hersteller habe ich jetzt nichts so wirklich anderes erwartet. Vom Einpacken her finde ich aber auch reicht schon. So, wir haben hier oben jetzt, das finde ich ganz cool. Wir haben oben hier jetzt so zwei Ringe und diese zwei Ringe finde ich ganz cool. Dann haben wir noch hier so ein kleines Mikrofon. Ich weiß nicht, ob man das hier vielleicht abmachen kann. Aber jedenfalls kann man es so hinpacken, dass es nicht stört. Bei meinem anderen Headset, was ich euch jetzt mal zeigen werde, das Zaydus, weiß ich jetzt nicht mehr. Irgendwie jedenfalls auch ein Zaydus, mein anderes Headset. Hat ja hier dieses Mikrofon und das hat keine gute Qualität. Außerdem habe ich gemerkt, auf Dauer sind die Lautsprecher so, dass hier der Sound sehr weit rauskommt und auch man, ohne dass man das Headset aufhört, sehr viel hört. Ich hoffe mal, das wird bei denen hier nicht so sein. Das sieht schon ziemlich gut aus. Würde, denke ich mal, auch gut passen. So, also, wir haben hier diese komische Kabelsachen. So, wir haben hier einmal so ein komisches Kabel, das ist wahrscheinlich der Splitter, wovon die gesagt haben. Und das ist hier wohl einfach nur Kopfhörer-Eingang. Wie macht er das denn über Mikrofon dann? Verstehe ich gerade nicht. Ich glaube, das wird dann einfach so rangesteckt, dann hat man diese Verbindung und dann hat man dieses Splitter, dann hat man hier einmal Mikrofon, Stecker, das ist der Mikrofon-Inch. Und dann hat man noch den anderen Stecker. Also die andere Klinke. Also das sind beides Klinkenstecker, finde ich gut. Können wir auch gleichzeitig anschließen. Und ja, dann war es soweit erstmal mit dem Unboxing. Ich werde das hier mal irgendwie versuchen, ein bisschen reinzupacken. So. Ja. Dann sieht ziemlich erstaunlich gestaltet aus. Hat hier, finde ich, so an der Seite so ein paar coole Sachen. Und die Mikrofon, das finde ich auch ganz cool, dass man die hier so ein bisschen wegklappen kann. Guck mal, ob man die hier rausnehmen kann. Nee, kann man nicht. Okay, aber das mit dem Kabel finde ich auch ganz cool. Über ein Kabel ist das Ganze geregelt. Wer es will. Hier um die Kopfstelle finde ich auch gut. Dann hat man hier nochmal zwei Kabel, das sind einfach die Verbindungen. So, bevor wir zum Soundcheck kommen, müssen wir ja erst noch den Treiber installieren. Und ihr braucht keinen Treiber, das ist ziemlich praktisch. Wenn ihr ein 7.1 Headset habt, dann braucht ihr einen Treiber, könnt ihr euch von der Regler. So, ich werde jetzt hier gleich mal losmachen. Und jetzt werde ich die Frequenz regeln. Ich werde also das Ding absetzen. Und werde jetzt erstmal den linken langsam verschieben, den linken Regler. Und es dürfte immer schlimmer werden vom Geräusch. Ich weiß nicht, ob man das hört. Vielleicht hört man das. Wenn nicht, dann kann ich auch nichts ändern. Aber man hört schon langsam, es wird immer höher. Und die Frequenzen, die man wahrnimmt, sind schon ziemlich gut. Also, ich glaube, ab 60 Hertz, da ist noch nicht so viel zu hören. Machen wir den rechten. Wir sind schon bei 100, 100, 200, 300, 500, 600. So,
Und dann hier verstimmt, weil wir können bis 15.000 wahrnehmen und danach nicht mehr. Ja, das war es dann von diesem Soundtest. Und jetzt machen wir nochmal einen ganz simplen Soundtest. Denn ich habe hier eine Playlist von dem Pajero und spiele einfach ab das. So, wir stellen das mal auf. Warte, wie machen wir das denn? Lautstärke-Mixer. Das auf 4. So könnte ich natürlich auch. Wir wollen es auf 4. So, ihr hört das ja alles schön. Und ich finde, das hört sich teilweise besser an. Ich gucke gerade noch so ein bisschen im Internet rum. Das braucht uns nicht zu interessieren. Und ich würde einfach mal sagen, ich versuche jetzt einfach irgendein Scheiß zusammenzusingen. Und ja, das ist unser kleiner Soundtest. So könnt ihr hören, wie sich so die Stimme anhört. Ich habe das relativ noch weit weg. Das Mikrofon stört auch nicht, kann überall rum mich drehen. Und man hat kaum Rauschen, was man hört. Okay, dann fange ich mal an. Über viele Brücken musst du gehen, viele dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein, aber manchmal auch der helle Schein. So, ich möchte jetzt das Headset bewerten und dafür habe ich mir jetzt die Punkte rausgesucht. Lieferung, also und Versand. Also die Lieferung lief ohne Probleme und der Versand war mir ein bisschen zu langsam. Dafür gibt es nur ein Normal. Ich habe das alles so in Kategorien aufgeteilt und schreibe mal zur nächsten Kategorie. Design vom Headset. Das Headset, finde ich, ist gut designt. Deswegen gut, weil ich finde, perfekt passt da nicht. Super passt da auch nicht, weil sonst würde ich mich sofort in das Headset verlieben. Und ich finde, ein Headset ist nur zum Gaming da, also gut. Qualität auf jeden Fall auch gut vom Design und so. So, Mikrofonqualität. Kriegt von mir nur ein Normal, weil ich würde damit jetzt keine Videos aufnehmen. Ich habe hier ein Rode. Rode wäre für mich perfekt. Also Standmikrofon wäre für mich perfekt. Und das ist halt normal. Denn die Lautstärke, die man damit erreicht, beziehungsweise die Qualität vom Sound, finde ich nicht so überragend. Lautsprecher finde ich sind sehr... sehr gut, beziehungsweise gut. Ja, warum das Ganze? Ich finde deswegen, dass die sehr gut sind, weil sie den Sound liefern, den sie liefern sollen. Nur warum gut bis sehr gut? Weil einmal 60 Hertz kann das Headset nicht wiedergeben. Und deswegen gut bis sehr gut als Bewertung. Ich will das auch jetzt nicht in den Himmel loben, aber so ist für mich die Qualität vom Headset. Ja, dann kommen wir mal zur Qualität, zum Treiber. Es gibt keine Treiberprobleme, was ich schade finde. Auf der Packung steht nämlich, dass man da auch Licht benutzen kann. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert, da werde ich mich noch ein bisschen reinfixen. Treiber gibt es mich dafür nicht. Die Treiber, den es dafür gibt, das ist ein ganz normaler Treiber, aber so, die Sounds funktionieren alle perfekt. Da braucht da keine Probleme haben. Ich würde das Headset nur nicht für Aufnahmen empfehlen. Fazit ist schließlich für mich, das Headset würde ich nur für Aufnahmen empfehlen, wegen der Mikrofonqualität. Ich bin nämlich dafür, entweder man hat ein Mikrofon, was super ist, oder perfekt. Perfekt bin ich für Standmikrofon. Super wäre dann schon ein bisschen weiter drunter. Also ich würde sagen, Mikrofon normal. Ja.
Das war's eigentlich dann von der Bewertung. Wenn ihr euch das kaufen wollt, Link ist in der Beschreibung. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein.